Was kostet eine Reise in Peru? Ich habe euch extra die Kosten aufgeschrieben, was wir für einen Monat in Peru ausgegeben haben, damit ihr mal so ein bisschen schauen könnt und eine Ahnung davon habt, was euch eine Peru-Reise kostet. Ganz kurz zum Anfang, bevor wir zu den Kosten kommen. Ich werde auch jeweils zu den Kosten erklären, wie wir gereist sind, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür habt, ob ihr selber da vielleicht ein bisschen mehr oder weniger braucht. Ja, bevor wir zu den Kosten kommen, erstmal kurz zu unserer Route. Ich blende euch die hier mal ein. Also wir sind mit dem Bus von Lima hochgefahren nach Cusco mit verschiedenen Zwischenstopps und dann von Cusco haben wir einen Inlandsflug genommen nach Lima zurück und waren dort noch eine Woche. Den Titicacasee haben wir aufgrund der aktuellen Situation, die da geherrscht hat, ausgelassen. Das für euch als Info vorab, dass ihr die Route mal seht und wie wir uns fortbewegt haben. Genau, ich habe die Kosten aufgeschrieben, die muss ich jetzt ablesen. Ich könnte jetzt auch so tun, als lese ich sie nicht ab, aber sind wir mal authentisch, die habe ich natürlich nicht alle auswendig im Kopf. Also, wir sind zu zweit gereist. Ich habe hier die Kosten aber jeweils so geteilt für eine Person. Natürlich muss man dabei davon ausgehen, dass wir uns das Essen und so, wie gesagt, natürlich dann teilweise beim Supermarkt geteilt haben. Wenn man alleine unterwegs ist, kostet es dann vielleicht ein bisschen mehr. Für Unterkünfte haben wir insgesamt für die 4 Wochen 301,25 Euro bezahlt. Wir waren zweimal in Hostels, ansonsten waren wir aber meistens in Hotels oder so Bed and Breakfast. Das heißt, wir hatten unser eigenes Zimmer, unsere eigene Privatsphäre. Ja, das müsst ihr natürlich ein bisschen berücksichtigen. Das heißt, wenn man jetzt in Hostels reist oder so, kann der Preis auf jeden Fall noch günstiger werden. Aber unsere Unterkünfte waren auch günstig. Also ihr seht ja, wenn das jetzt runterrechnet für 33 Tage, wir haben keine 10 Euro pro Nacht durchschnittlich bezahlt. Ne? Und hatten trotzdem unsere Einzelzimmer. Dann haben wir das Thema Einkaufen, also generell, wenn wir jetzt im Supermarkt einkaufen waren und so weiter, was haben wir dafür ausgegeben? Dafür haben wir 70 Euro ausgegeben, was echt nicht viel ist, ne? Also pro Person. Wir haben am Schluss relativ oft gekocht, also gerade wo wir jetzt dann unsere eigene Wohnung oder unsere Hostel hatten in Cusco, da haben wir viel gekocht. Ansonsten waren wir aber auch oft wirklich essen. Die Kosten, was wir für Essen ausgegeben haben, kommen gleich noch. Deshalb sind diese Kosten für Supermarkt jetzt relativ gering. Also da sind wir bei 70 Euro pro Person. Für Transport haben wir insgesamt 271 Euro bezahlt. Bei Transport haben wir den Inlandsflug drin von Cusco wieder zurück nach Lima. Wie gesagt, sind wir aber auf der Hinreise alles mit Bus gefahren, Nachtbussen teilweise und so weiter. Und hier sind aber auch die Transporte drin von den Ausflügen. Ich habe jetzt überlegt, mache ich das bei Ausflügen mit rein oder mache ich das als Transport extra? Ich habe es jetzt mal als Transport, also als bei Transport draufgerechnet. Das heißt, der Zug auch zu Machu Picchu ist dabei, der natürlich 60 Euro gekostet hat, der macht da einen großen Batzen aus jetzt von diesem ganzen Geld. Dann die Transporte hin zur Hydroelektrika, um überhaupt zu Machu Picchu zu kommen und so weiter. Also alles, was mit Transport zu tun hat, ist jetzt hier drin bei den 271 Euro, was jetzt im ersten Moment viel klingt, aber wie gesagt, da ist ja allein auch ein Flug und so noch mit dabei. Der komplette Flug jetzt hin ist diesen ganzen Kosten nicht berücksichtigt, ne? Weil man ist ja immer darauf ankommt, von wo fliegt man hin. Ich bin damals jetzt ja von Mexiko hingeflogen, habe da nur 200 Euro bezahlt. Es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, deshalb sind Hin- und Rückflug nicht mit drin gerechnet, aber Inlandsflug ist mit drin. Dann haben wir Essen. Essen gehen, wie ich vorher schon erwähnt hatte, wir waren relativ viel essen. Vor allem aber auch sehr, sehr viel einheimisch. Ne? Also wir waren sehr, sehr viel solche Mittagstische zum Beispiel essen, die man teilweise schon für 3, 4 Euro bekommt und dann hat man ein 3-Gänge-Menü. Ich muss sagen, deshalb sind meine Kosten hier ein bisschen höher, haben wir manchmal aber doch auch so ein normales westliches Essen gegönnt oder ein bisschen teurere Restaurants, wo dann schon mal das Essen 10 Euro gekostet hat, weil als Vegetarier natürlich gerade bei diesen typisch einheimischen Sachen jetzt nicht immer so viel Auswahl gibt. Es gibt immer was Vegetarisches, das ist ganz gut, aber ja, man hat meistens halt Reis mit irgendwelchem Gemüse und irgendwann konnte ich das nicht mehr sehen. Ne? Von dem her war ich da ab und zu ein bisschen teurer essen oder ich war auch mal in einem Coworking-Café, wo man halt allein konsumieren musste quasi, damit man überhaupt dann da arbeiten konnte. Und das hat auch immer ganz schön ins Geld reingeschlagen. Deshalb sind da meine Kosten ein bisschen teurer. Also meine Kosten jetzt für Essen gehen liegen bei 211 Euro für 4 Wochen. Finde ich aber auch noch in Ordnung für das, dass wir echt viel essen waren eigentlich. Ne? Also wenn ihr jetzt das mal mit den Einkaufen zusammenrechnet, haben wir grob 281 Euro ausgegeben, komplett fürs Essen. Das heißt Essen gehen oder irgendwo Ding, das finde ich ist in Ordnung. Dann haben wir Hobby und Ausflüge, wie gesagt, also da zählen jetzt die ganzen Ausflüge dazu, die wir gemacht haben, Tagesausflüge und so weiter, ohne Transport. Der Transport war ja oben mitgerechnet. Da haben wir Kosten von 117,35 Euro. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, was für Ausflüge wir gemacht haben, wir haben ja echt viel gemacht. Also ich kriege jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr alles spontan rein, aber allein, dass die Free Walking Tour zum Beispiel dabei, die wir gemacht haben, dann haben wir natürlich einen Ausflug zu den Rainbow Mountains, zum Alternativen zum Pacoyo gemacht. Wir haben Machu Picchu gemacht, wir haben die Salzwüste gemacht, wir haben die Salzterrassen gemacht. Was hatten wir denn noch?
wo man Thai sehen. Ne? Also wir haben echt, ich glaube, das sind ja allein schon 6 Ausflüge, die größten, die mir eingefallen sind. Und ich finde, für den Preis, 117 Euro pro Person rund, ist es absolut in Ordnung. Ja, dann habe ich sogar einfach noch aufgelistet, um das für euch so ein bisschen klarer zu machen, dass ich 38,70 Euro für Klamotten ausgegeben habe. Ja, weil ich mir einfach Klamotten einfach kaufen musste. Ne? Wenn man natürlich von Deutschland aus anreist, ist es natürlich normal, dann gut, dann kann man einfach die richtigen Klamotten schon einpacken. Da ich aber aus Mexiko angereist bin, hatte ich natürlich nur Sommerklamotten, du weißt, was ich jetzt anhabe. Und damit kommt man zumindest in Cusco nicht weiter, erfriert man. Deshalb musste ich mir noch ein paar Klamotten kaufen. Die waren bei 38,70 Euro. Und sonstige Kosten, so Kleinkram, vielleicht noch Souvenirs oder was man sonst noch irgendwie so gekostet hat, habe ich 18,20 Euro. Das heißt, insgesamt mit allem Drum und Dran, was wir hier jetzt ausgegeben haben, kommen wir auf 1047,63 Euro für 4 Wochen Costa Rica, sag ich schon, für 4 Wochen Peru. Und ich finde, viele haben mit weniger gerechnet. Ich habe ja so eine Umfrage gemacht auf Instagram. Ne? Viele haben auch mit weniger gerechnet, aber ich finde das trotzdem einen sehr, sehr guten Preis für das, dass wir überlegen, wie viele Ausflüge wir gemacht haben in den touristischen Spots, dass wir in Coworking-Cafés und so weiter gearbeitet haben, dass wir fast immer essen waren, außer so die letzten Tage. Da haben wir gekocht und waren wir fast immer essen. Dass wir auch einen Inlandsflug mit dabei haben und so weiter, finde ich das echt absolut okay. 1047,63 Euro. Wir sind ja sehr viel rumgekommen. Ne? Also ich glaube, wenn man da jetzt an einem Ort länger bleiben würde, zum Beispiel, wo wir jetzt natürlich in Cusco da die 2 Wochen waren, haben wir jetzt nicht viel ausgegeben, außer für die Ausflüge. Wenn man dann, oder auch in Lima, ne, waren wir natürlich, klar, da haben wir dann selber gekocht, wir waren länger an einem Ort, wir haben nicht so viele Ausflüge gemacht, da haben wir, glaube ich, fast gar nichts ausgegeben. Also da hauen natürlich schon, wenn man jetzt auch sich die Übersicht anschaut, sind die Unterkünfte, klar, die braucht man, aber ist eigentlich der Transport und das Essen gehen so der zweithöchste Posten bei diesen ganzen Sachen. Das heißt, wenn man sich diesen Transport sparen würde, das ist ja wie so oft, deshalb bin ich auch in Mexiko immer öfter an einem Ort länger und so, dann hat man natürlich einfach weniger Kosten. Ja, das war meine Kostenaufstellung von Peru. Ich hoffe, es hat euch was geholfen und gefallen.